Herzlich willkommen, meine Freunde, heute hier wieder bei Last Man Standing, LMS oder auch Death Race mit dem Philipp. Jawoll! Und natürlich unseren Mitfahrern, 9 an der Zahl, wir haben BVB, wir haben Jet Set, Bruchpilot, Damai Gaming, Heptin habe ich ausgelassen, Gekabor und F1 Firefighter. Danke, immer gerne. Best Tobi. Genau, Tobi. Also alle mal Hallo sagen. Hallo. Gut, schön. Und dann starten wir die Session. Ich bin Firefighter ist neu. Ich glaube, Firefighter braucht noch ein Setup, ne? Ja. Ja, genau. Dann braucht er aber noch die Regeln allgemein, oder? Ja, wir genau. Können ja jetzt im Ladebildschirm, das dauert ja aber ein bisschen bei mir, die Regeln aufklären. Wir fahren Last Man Standing mit harten Reifen auf Mager. Das Setup bekommst du dann. Und du darfst was richtig geil ist. Immer geradeaus fahren. Und zwischen Safety Car Einfahrt und Ausfahrt oder so? Zwischen Safety Car Linien Höhe der Boxen. Ne, wie habe ich das genannt? Ab der Safety Car Linie in Richtung Skatziel bis hin zur Boxenausfahrtslinie ist das Campen verboten. Ja, da hat sich einer das Reglement durchgelesen. Da muss man. Ich habe das Reglement mir durchgelesen, ich habe es nicht gemerkt. Im Ernst? Danke alle. Ey. Ich hab mir wirklich das komplette Reglement durchgelesen. Das halte ich für eine Lüge. Und sehr stark kritisiert. Fahr ich mit den richtigen Regeln? Dann einfach, bis der Letzte überlebt hat, also der Letzte. Genau. Okay. Und der Letzte darf sich killen. Also wenn 3 übrig sind, Start von der Startlinie. Auf Yannick warten? Auf Yannick warten. Hey, ich guck mir gerade den Kirk Hutemann. Wenn 2 übrig Kirk sind, Hutemann dann müssen die beiden in die Box fahren, glaube ich. Monaco an. Ja, genau. Nur in die Box, wenn die Platte ist. Und immer nur auf harte. Ich überspringe das nicht. Das kommt unprofessionell in der Aufnahme. Nein, es kommt deswegen, das kommt professioneller, aber du darfst nichts unterbrechen. Gehört zum Spiel. Ja, ja, alle meckern immer rum. Aber nicht, wenn man schon 20 Mal gesehen hat. Ja, doch. Ja, und? Jetzt habe ich ein echt geiles Profil. Also, wir kommen zum Setup. Dieses heißt gerade hier LMS bei mir. Aerodynamik 1-1. Der auf Monaco ausgelegt. Pass auf, kommt noch besser. Bremsen 40, 60. Hört sich nach so einem groß. Anti-Setup an. Okay. Balance 1-1. Ja. Aufhängung 11-1, 11-1. Hast du? Ja. Dann beim Getriebe ganz links. Ganz rechts, ganz links, ganz rechts, ganz links, ganz rechts, ganz links. Das hab ich auch schon mal gemacht. Das ist übelst komisch. Ja, weil ihr mal Eingang überspringt. Und bei der Spurtreue hast du dann rechts, rechts, links, links. Warte, also warst du nicht der manuell fährt? Ja. Das wird eine Umstellung werden. Ich hab's schon mal gemacht, so just for fun. Schätze, was hast du da für eine Flagge bei dir? Warum? Ja, was ist das für eine Flagge? Die sagt man mal gar nichts. Kennst du die nicht? Nee. Warte mal, wo denn? Ich seh's nicht. Warte, Backlash more. Pakistan! Bam! Warte. Pakistan ist das. Das ist Pakistan, sieht man. Ja, hab ich doch gesagt. Gott. Den müssen wir als erstes rauskicken, ey. Der gehört nicht zu Europa, hallo? EU, raus! Weil eine andere Frage, okay. Philipp, nachdem es sich ja einige. Und übrigens, wir fahren nur hart. Ja gut. Einige Zuschauer ein bisschen aufgeregt haben, dass es irgendwann zu langweilig wird. Wollen wir mal an Start und Ziel in der ersten Kurve alle umdrehen und rückwärts fahren? Nein. Philipp, mach mal die Streckenkarte aus. Mach mal bitte. Ja, echt mal, Philipp, ey. Mann. Irgendwas von wegen Überblick und so. Ich mach die Minikarte. Gute Ausrede, muss ich aber Philipp auch sagen. Philipp ist so die NSA der Formel 1. Ja, okay, klar. Übrigens, vorhin wurde bekannt gegeben, dass die NSA auch Gerhard Schröders Handy abgehört hat. Hab ich auch gelesen. So, wer startet vor mir, der wird dann abgeschossen. Nicht mehr selber. Wer startet? Ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Platz ich starte. Ich habe es gar nicht geguckt. Boah, ich guck mal, wer Gerhard Schröder war. Nein, ich habe einen Lenker gar nicht eingestellt. Ich war ziemlich weit hinten. Oh, Heptin! Ja klar, Ich starte mit uneingestellten Lenkrad jetzt. Ja, mal mit seinen Long Chicken auf der Platz 1. BVB auf der 2. Und Jet Set auf der 7. Mit Jalapenos. Ich war gar nein. Ich kann damit gar nicht fahren. Wer ist da auf der 9? Ich bin letzter, Firefighter. Firefighter. Mager Schell, ne? Sieht auf jeden Fall gut aus. Ups. Schell. Achso, man muss starten. Man muss starten. Bei mir ist die Ampel später ausgegangen. Bei mir ist die Ampel später angefangen. Das sieht man, ich hatte einen sehr guten Start. Wow. Oder auch nicht.
Scheiße. Also das war nein, keine Bremse. Wirklich ja. Scheiße. Weil ich muss mal ganz kurz bei mir das OSD, die Karte ausmachen. Ja, ich muss auch mal ganz schnell. Ja, genau! Hä, das war die erste Kurve! In der ersten Kurve sind. Jetzt wieder, ich muss nur ganz kurz Lenkrad machen. Aber am Starter, das war echt nicht meine Schuld. Bei mir war das mit dem Starter der Bug. Ich hab die Bremse am Controller vergessen. Ich wusste nicht mehr, wo die ist. Also. Die muss ja klar sein, dass das LT ist. Ja, ich habe auch die ganze Zeit auf RB gedrückt, wie ein Bekloppter. Hä, RB? RB ist Gas. Ach nee, RT ist Gas. Nice. Ja, ich meine LB. Ja. Ehrlich. Das ist beides KERS und DRS, wenn du es nicht umgeschaltet hast. Bei mir ist es hoch und runter schalten. Es klebt mir ein Philipp im Nacken, im Nacken, im Hinter mir Nacken. Fährt ein BVB, vor mir ein F1 Firefighter. Philipp im Nacken schon die ganze Zeit. Oh. Ich habe nur noch einen Rückspiegel, das ist äußerst kacke, weil ich nur noch so selten. Ich habe gar keinen mehr. Ja, ich habe auch nur noch einen. Blöder. Klar, haben wir mal ein bisschen hintermal. Na. Mach mal, Philipp. Oh, Bruchbelag, Schüsse. Sehr gut. Wow, Alter. BVB, da klopft der nochmal einen nach. Scheiße, bei mir bricht bestimmt gleich die Achse. Oh, uiuiui. Das ist alles nur, weil Philipp die Streckenkarte anhat. Nein, die ist aus. Die ist diesmal deswegen aus. Bist du auf Platz 2. Das werden wir ja noch sehen. BVB ist dritter. Nein! Ich versuche zu bremsen und zu lenken und ich drifte einfach nur geradeaus. Ich auch, an derselben Stelle, direkt hinterher. Genau gleich dagegen. Ich konnte mich aber auch nicht entscheiden, ob ich jetzt nach rechts oder nach links lenke. Und Firefighter, wie ist es? Ja, der guckt da alleine rum, ey. Der ist relativ hinten gerade. Ja, ich wollte ihn eigentlich jagen, aber irgendwie bin ich dabei rausgeflogen. Ich wollte dich jagen, aber dabei bin ich auch rausgeflogen. Genau hinter dir rein. Das war ganz, ganz schön knapp singen. Ja, also ich muss sagen, Setup funktioniert sehr gut. Ich hab keine Spiegel mehr, ich sehe Philipp nicht mehr. Ich hab auch keine Spiegel mehr. Du kannst ja nach hinten gucken. Das ist unprofessionell, Yannick. BVB hat doch beide Spiegel. Philipp hat keinen mehr. Jamal hat keinen mehr. Firefighter hat nur noch einen. Ja. Captain. Ich habe auch noch beide. Rand. Ohne Fremdeinwirkung. Hey, sei leise. Alter! Nochmal in die Pfanne. Okay, komm auf ihn anders, bitte. Und wie ist das Setup Firefighter? Gut, oder? Ja, funktioniert gut. Ich wette, er würde da mit bestimmt eine 1.9 fahren in Monaco. Locker, ey, nein. Was mach ich hier? Heptin? Oh, da ist er ja. Oh, jetzt bist du durchsichtig. Oh. Ja. Warum bin ich denn da nicht drauf? Ihr müsst mir doch sagen, wenn irgendwo. Wunderst ja, dass du immer noch einen Frontflügel hast, Heptin. Ja, und Firefighter. Aber nur noch so eine komische Platte vorne. Oh. Aber die Firefighter ist noch ziemlich gut. Naja, besser ist gar nicht. Ja. Firefighter aber auch jede Mal mittig, dass noch nichts aussieht. Keine Frontflügel. Ja, was machst du da? Wer? Ja, du. Chill. Oh, jetzt sehen wir hier Philipp an da mal dran. Ja, ah. Dann mach ich mal Philipps Lieblingskamera rein. Nein, das ist nicht. Ja, Philipp, du musst mal in dieser Kamerasicht fahren. Jetzt beim Rennen so fahren. Mit der Frontkamera. Du nimmst doch nicht einfach auf, oder? Nein. Gut. Ja, dann ist mir das. Boah, wow, Alter! Oh. Aber ich kann aufnehmen. Oh, diese Kamerasicht, Philipp, Mann. Die ist richtig mies, ne? So am Boden, ne? Ja, vor allem, ja, wenn er dann irgendwo gegenfährt oder so. Ja. Da trotzt die alles weg, ey. Oh, schöner Motor hat er mal. Ja. Richtig. Ja, Renault halt. Und jetzt pass auf. Oh, ey, Philipp, da musst du hinten rauf. Oh! Was ist das für eine Scheiße? Ey, diese Bremsbalance, die killt mich immer, ey.
Acting kommt überhaupt nicht mit den Setup klar. Ah, Firefighter, sehr gut. Verdammt, Mist, ey. Bitte? Verdammt, hast du einen Platten? Was? Beim Platten hast du eine Box. Aber das ist jetzt eh zu spät. Ja, jetzt ist zu spät. Da mal nur einen Platten bekommen, ey. Da mal auf weich gewechselt? Renault. Da mal auf weich gewechselt? Nein, ich hab Draht eingestellt. Ja, sieht nicht so aus. Gekka, beobachtest du mich immer noch? BVB auch in der Box. Bugmasters. Ey, ich will den ersten. So. Oh, Philipp, der düstert ja seine Runden ganz schön. Du meinst, fährst du jetzt gegen keine Wand, oder? In dem Tempo bestimmt nicht. Bugmasters. User joined your channel. Nein, auf Wiedersehen. Das ist bestimmt BVB. Nee, hallo, Carrie. Carlo. Mensch, Carrie, wir nehmen aber gerade LMS auf. Ja, er geht in einen anderen Raum. Das hier ist ein Aufnahmeraum? Das ist ein Aufnahme-Channel. Wir sind hier nur wegen BVB. Das ist eine Aussage. Wir sind noch drin. Also, wir haben was mache ich hier? Box. Es sind drei Leute drin. Damal, ja. Was mache ich Philipp, hier? Warum sagst du nichts? BVB und Happy. Und ich bin auch noch drin, noch vier. Also ich hab vier. Ich hab doch gesagt, es sind noch vier Leute drin. Also, Entschuldigung. Ja. Ihr hört mir einfach nicht zu. Doch, ich hab dir kommt eigentlich mal Grund. Irgendwer? Wie bitte? Oh. Ja, vom Teufel spricht Happy. Jetzt. Ah. Jetzt gib doch mal Gas. Wer kämpft denn da im Verrat? Ja, da kommt keiner mehr. Oder mich? Ist es? Ja, danke. Ist es Marussia? Oh, meine Hinterreifen sehen natürlich jetzt besonders gut aus. Wow. Du hättest ruhig noch ein bisschen warten sollen. Meine Hinterreifen sind jetzt ein bisschen im Arsch. Da wären noch drei Leute gekommen, hättest du gewartet. Ja, ihr habt ihn sehr gut. Ja, meine Bremsen sind jetzt auch ein bisschen... Na, das Auto ist nicht mehr so ganz... Wieso hast du immer noch Frontflügel? Das frage ich mich so. Jetzt komme ich natürlich nicht an die beiden ran und die beiden kämpfen ja auch nicht. Ja, dann warte doch ein bisschen. Ja, hinter dir gesagt, ist noch einer, aber das sind vier Leute. Hä, warum? Er ist gar nicht so weit weg. Es ist gerade in die Rechtskurve gegangen. Ja, ist das schlimm, wenn einem die Vorderbremsen als rot angezeigt werden? Ist das schlimm? Nein, dann gar nicht. Dann sind die durchgebrochen. Das hatte ich schon mal während des Testrennens in Silverstone. Da konnte ich überhaupt nicht mal vorne bremsen, musste ich auf hinten stellen. Ich merke, dass das etwas ungünstig ist. Ja, aber die haben die Bremsverlust nach vorne gestellt, ne? Wir haben die Bremsverlängerung nach vorne gestellt, von daher hast du eigentlich fast gar keine Bremse mehr. Das mache ich jetzt mal, das ist eine gute Idee. Oh, nicht an die Wand. Nein! Sag nichts! Hier sind gar keine Kämpfe auf der Strecke, was ist hier los? Ja, die kommen jetzt gleich. Oh, man kann ja echt fast gar nicht bremsen. Aber das ist irgendwie witzig. Wie, hat da einer gekämpft oder was? Immer diese schönen Starts. Mit irgendwie noch Fahrrad Pfeile. Die haben keine Chance ohne Bremsen. Ja, Bremsbalance nach hinten. Ja, das funktioniert aber trotzdem nicht so gut. Damit hast du jetzt 55 Bremsen. Oh, ich merk's. Ja komm, Philipp, jetzt hau einen raus. Nur so eigentlich ja 0,50. Wir wollen jetzt hier den Fight sehen. Philipp, der ist natürlich wieder ganz leise. Der strengt sich richtig an. Entschuldigung. Oh, und jetzt könnte es dir ein Dreierduell geben. Den hat Bremsbalance 0,50. Alter! Was? Alter! Was? Wir sind nur zu dritt am Skat und Ziel. Okay, alle die Startaufstellung. Nein, ich bin Erster! Verdammt! Das kann dauern. Ganz vorne ist Heptin, danach BVB. Ich BVB. Nicht, ne? Schreib den mal an ins Team. Ja, schreib einmal ihm mal bitte Start jetzt von der 3. Start Ziel, nicht immer abschießen, nicht mehr abschießen. Ja. Die Frage ist, wann er dann Gas gibt. Haben die beide noch einen Frontflügel oder beide keinen mehr? Er soll sich auf jeden Fall einen vollen. Er soll sich an den Vorderen orientieren, wenn der Gas gibt. Nee, BVB hat doch keinen mehr. Juhu, ich hab noch so ein Teil, was man halb fort. Hat BVB irgendjemand geschrieben? Hab ich gemacht, ja. Okay, weiß ich mal. Echt? Was hast du denn gemacht da mal? Du hast ein komplett frisches Auto, ey. Muss ich nach rechts oder links? Kennst du nach rechts, der Hafen? Links. Rechts. Rechts, oder? Links.
Kennst du nach der Hafenschikane den kleinen Poller, der wo aus der Leitplanke raus? Das ist hier? Bin ich hier richtig? Ja. Ja, da. Philipp, ey. Hast du keine Zeit? Muss man jetzt schon auf Fett stellen oder ab wann? Nein, Fett erst, zwei. Wenn nur noch zwei da sind. Okay. Ich mach. Okay, da mal, ja. Also, wartet, meine lieben jetzt. Freunde, der Neustart. Begin. 3. 2. 1. 1,5. Long Chicken. Was? Los. Ja, los, jetzt komm, jetzt fahr. Was war das denn? Aber BVB auch. Die dachten sich auch, was ist denn da los? Kann sein, dass BVB noch einen frischen und ganz komplettes Auto hat. Es sieht auf jeden Fall so aus. Die Kurve kommt da trotzdem nicht. Kostet nicht, aber gerade so. Nee, er hat keinen Frontflügel mehr. Boah, Philipp, der fährt hier ganz relaxed die Kurve, die Strecke. Alter, bei dieser Kamera, ey, da wird der doch. Oder hat jetzt Philipp verkackt? Gibt's nichts zu gucken? Oh! Nee, doch! Gibt's mal schon was zu gucken, ey. Ja, der hat jetzt ein bisschen gedriftet, würde ich mal sagen. Jetzt kommt. Diese scheiß Bremsen, ey! BVB, da könnte jetzt der Heptin mal ein bisschen was zeigen. Heptin fliegt ja vielleicht sowieso raus. Oh nein, BVB haut jetzt raus. Also, wenn Heptin das jetzt gewinnt, dann ist er der König. Alter. Von der Also, BVBs Wagen hält viel aus, McLaren? Mit dem Heptin kaputten Auto, ja, der auch ein McLaren, der hält immer viel aus. Ja, wenn du mit diesem kaputten Auto Heptin hältst. Wo ist BVB denn? Ist er hinter mir oder was? Na, der, ja. der hat gefailt gerade in der Kurve. Jetzt ist er weit weg von mir. Jetzt ist er bei Philipp. Jetzt haben wir hier ein Zweier-Duell, also. Warum ist da eigentlich hinter dieser, unter der Regenlampe dieses komische gelbe Ding? Regenlampe? Hä, das ist doch die Lampe. Die leuchtet doch immer nur bei Regen, oder? Erster oder zweiter Fahrer, glaube ich, ne? Oder Philipp? Was? Der gelbe Streifen unter dem. Unter der Kamera? Rücklicht. Unter dem Rücklicht, meine ich. Unter diesem Regen? Ja, welcher Fahrer das ist. Ja, aber. Wie welcher Fahrer das ist? Ja, erster Fahrer. Ja, es gibt nur. Ja, genau. Ja, was hat denn dann der andere Fahrer? Ja, rot. Ach! Ist rot der erste oder? Gelb ist der erste. Gelb ist der erste also, und rot ist der zweite. Also der Mawasha von Heptin hat bei mir gar nichts. Der ist alleine. Das ist Mawasha. Ja. Die haben nicht so viel Geld für eine Streifen. Der ist zu teuer. Wie sieht's bei denen eigentlich aus? Haben die schöne Wagen für die neue Saison? Ja, Mawasha hat sowas wie Red Bull gemacht. Achso. Boah, dieser Reifensatz, ey. Ah! Oh, nein! Ah, oh, ich darf in die Box! Bringt meinen Bremsen aber glaube ich trotzdem nicht. Wollte ich gerade sagen. Mann, das ist auch für mich anzuschieben! Ey, nein! Los, haut ihn raus! Wow! Alter, diese Kamera bei Philipp! Jetzt kann dir nichts mehr passieren, was BVB. Aber du hast es geschafft, Heptin. Aber ganz knapp. Zum Glück. Aber dann beim nächsten Mal ist er bestimmt raus. Oh, Philipp fährt jetzt mit Driss. Mit Nitro. Philipp und seine Nitro-Hexe. Der hat bestimmt auch so einen Nitro-Mod. Wird einem eigentlich gar nicht angezeigt. Bei mir fährt schon in die Wand Runde gefahren, dein Auto. Bei mir bin ich auch in die Wand gefahren. Ach, dein Auto ist in der Boxengasse in die Wand gefahren. Auch gut. Oh, ja, habt ihn jetzt weit zurückgeschlagen. Er ist ja auch in der Boxengasse in die Wand gefahren. Ja, ja, Philipp da konnte ich aber nicht. Philipp hat wieder nicht die Karte an, ne? Ne, das habe ich gehört. Das hast du gehört. Ich habe die Karte wirklich nicht an. Ja, das ja, er hat sie nicht an, weil beim letzten Start, wo Heptin kam, da hat er auch erstmal eine halbe Minute gewartet. Der Debbie. Jo, BVB, oh. Jo. Weg. Tschüss, BVB. Box.
Ich war jetzt gerade in der Box, muss ich jetzt überhaupt noch rechnen? Mir ist noch nichts passiert seitdem. Also, ist doch egal dann, oder? Hey, ich dachte, dann, ich ja. bin Weil ich bin ja gerade aus der Box eigentlich erst gekommen. Ja, kannst du ja gerne entscheiden, so. Hat Philipp aber neue Reifen, eine Runde. Wow. Hä, hey, aber müssen die nicht auf weiche Reifen jetzt gehen? Nein, hart. Hart. Aber halt. Noch, aber fett. Aber auf fetten Benzin, genau. Firefighter, der sagt gar nichts mehr. Er ist schon raus. Noch da. So, ich spiele aber. Raus ist er. Ja, genau. Also Philipp fährt dann jetzt rückwärts. Wenn er jetzt eiskalt weiterfährt. Ja, muss er wieder hinfahren. Also die Boxenstopphilfe an. Nein, das musst du generell machen, sonst wirst du zurückgesetzt. Wenn du vorher die Linie verlässt und dann rückwärts fährst, wirst du zurückgesetzt. Sehr schön. Driften, Philipp. Oh! Sehr göttlich. Selber schuld, auf! Naja, nehmen wir uns Zeit, ne? Aber die Box, die weiß auch nicht genau, wo er hin ist. Also ich hab nicht gedacht, dass da der Vollflug komplett abfällt. Das, wer hat damit jetzt gerechnet? Ich nicht. Er hätte einfach langsam aber sicher eine 3-Punkt-Wendung machen können. Hallo Box! Ja, gleich nochmal neue ganz Reifen. Ehrlich, Philipp, ey, das war jetzt echt uncool. Du willst nicht wissen, wie ich geguckt habe mit dem Augenblick? Eine Facecam würde sich da empfehlen. Ja, ich glaube. Guck mal, Philipp hat auch keinen Streifen unter der Lampe. Ja, KTM ist auch zu arm. Gib mal ein bisschen Nitro, Philipp. 55, das ist nicht viel, ne? Gib mal ein bisschen Kers, dann bist du schneller rückwärts. Wie, du drehst dich jetzt wieder. Oh, vorsichtig. Pass auf, gleich ist der Frontflügel weg. Alter, ja, jetzt sehe ich euch gleich. Ach, okay, man steht, steht man mit den Frontreifen auf der Linie? Ja, die Reifen sind entscheidend. Die Reifen, ja. Auf, darf ich? Von mir aus. Los! Auf die Plätze. Was? Bitte nur einer, ey. Okay, dann mal mach du ruhig. Nee, mach du. Jetzt auf die los! Plätze. Mach doch einfach einer. Fertig. Los. Am Ticken. Auf fett, ne? Ja, ist mir klar. Ja, da ist der Frontflügel schon weg. Boah. Ey, du musst mal jetzt bei. Hättest bei Heptin mal die Frontkamera. Alter! Wo bleibst du? Was ist los? Bei Heptin gerade diese Frontflügelkamera. Mein Frontflügel ist nur ein bisschen angeklatscht. Mir ist noch alles in Ordnung. Wenn du vorne auf der Straße hängst, ey, Heptins Kamera gerade, das war genial. Nein. Boah, hast du die Kugel gesehen? Das ist Happy, wenn du das gewinnst, bist du für mich der König mit so einem kaputten Auto, wo noch vier drinnen waren. Quasi ohne Chance. Ah, ja, die scheiß Bremsen. Ah, er kommt. Wenn du jetzt gewinnst, dann. Abwarten. Dann bist du der beste LMS-Fahrer, den wir je hatten. Das ist natürlich schon eine sehr gewagte Aussage. Der beste Crash-Pilot aller Zeiten. Ach, du hast keinen Formflügel mehr, ne? Dann müssen wir ein bisschen langsamer fahren. Oh, ein bisschen provozieren. Oh. Du hast 4 Minuten Rückstand, ne? Hat das was zu sagen? Nein. Wenn ein ich zitiere nur normal. Es zählt das Klassement. Aber egal. Ja, aber wenn ich dich raushaue, doch nicht? Oder wenn du jetzt ein Fahrzeug zerstörst? Nein. Am Rang 3 zählt. Das wäre ja dann noch irgendwie witzlos. Ja, aber auch nur, wenn man ein Turnier machen würde, sonst bringt das ja nichts mit dem Klassement. Aber wenn jetzt bei euch beiden der Sprit leer gehen würde, dann würde Heptin hinter Philipp sein. Dann wäre Philipp Erster. Ach, hallo. Ah, ja,
Danke, danke. Wieso, ihr seid ja beide geflogen? Verbindung zu Heptin und ja. Ich weiß nicht. So bin ich der Einzige. Verbindung zu Yannick unterbrochen und Verbindung zu Firefighter unterbrochen. Also Heptin ja, und ich sind doch drin, von daher Ja, also zum Glück. Schau noch. So kann ja jemand schon mal eine neue Session machen. So oh scheiße, ich glaube, ich bin gerade rausgegangen. Hä? What the fuck? Jetzt Philipp. Oh. Nein! Ich kann tote Heptins sehen. Nein, jetzt hat er verkackt. Heptin, es tut mir Scheiß leid, aber du hast verloren. Jetzt kann ich gar nicht mehr richtig wissen. Du hast verloren, Heptin. Warte doch erstmal ab, bist du noch lange nichts entschieden. Ach, ich bin mit Firefighter rausgeflogen, oder was? Ja. Cool, ich bin jetzt mit Firefighter in einer Session. Bei mir sind nämlich alle anderen raus. Bei mir sind alle anderen rausgeflogen. Genau, ich Probleme mit so wesentlich früher bremsen. Dann wirst du ihn wegfahren. Oh Mann, die bremsen. Soll ich dir was sagen? Ich bremse so gut wie gar nicht. Heptin versucht sich nur zu retten. Ich hoffe einfach nur, dass er sein Auto irgendwie schrottet. Ja, mich wundert, dass es das also überhaupt ja, noch ich hab, lebt. Ja, ich hab jetzt auf jeden Fall eine Session gleich nochmal. Weiß nicht, was passiert ist. Philipp. Ah! Was? Ja, ihr habt den Rückwärtsfahren muss gelernt sein, genauso wie dein andauerndes Gedrehe beim Reifen aufwärmen. Was? Philipp! Der war wahrscheinlich so der König. Ich hab einfach den Panzer. Heptin ist der König. Was hat Heptin gewonnen? Ja, ich hab mein, ja, ich hab mein Auto einfach schon zu sehen. Der mal geschrottet. Runde alle auf Gaggerboard. Eben noch Stanges gewesen, das Auto schrotten. Heptin, ich überreiche dir das Königszepter von LMS. Hallo, wenn du keine Bremsen hast, ist das auch nicht gerade schwer. Ich hab aber schön ein Glas gerade. Riesennachteil war es jetzt nicht. Ja, mein Auto war schon. Ich hab dich gar kaum berührt, buff, kaputt. Pakistan auf der 9. Ich hab einen geilen Blackscreen, ey. Geil ist geil. So, wer hat denn jetzt schon hier was Neues gemacht? Ich hab was auch, aber ich kann nicht einladen. Also, wir müssen F1 Firefighter einladen. Aber ja. Wir können auch hier weitermachen, weil BVB ist Host, von daher. Ja, aber ja. Ich kann noch keinen Einladung. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich Einladung annehmen kann. Angst, dass mir wieder alles abschmiert wegen Steam und so. Wer fehlt noch? Ich? Firefighter und. Hochpilot. Soll ich eine Session machen? Nein. Nein, brauchst du nicht. Kann ich doch nehmen. User disconnected from your channel. Und tschüss. Also, alle auf Heptin jetzt, ey, das kannst du nicht. Was? Warum? Ja, ladet ihr mich ein oder wollt ihr mich nicht einladen? Normal hast du schon einmal schon eingeladen. Ja, warum krieg ich denn keine Einladung? Was hab ich? Hast du schon mein Profilbild gesehen? Ach, wegen dem Kack Steambug wieder, komm. Hast du schon meinen Kopf mal gesehen? Ich hab auch noch keine Einladung oder so. Dann machen. Das verschollene Nein. Was ist wieder hier. So. Du warst nicht die Streckenkarte. Da war ein kurzer Cut. War ein kurzer Cut? Wieder mit im Rennen. Bist du etwa beschnitten, Yannick? Der Co-Lappen ist wieder dagegen? Dabei. Hä? Goes. Ich will nicht mal marschieren. Was? Red Bull. Wieso fährst du nicht Mercedes? Monster Energy. Mit denen habe ich immer Bugs. Guck mal, ich bin der Einzige mit drei Balken, ja? Ich auch. Nee, irgendwie auch. Nicht. Irgendwie wohl nicht. Bei mir haben irgendwie ganz viele drei Balken. Außer bei mir war ich der Einzige mit BVB. Jetset und der da drunter hatten gar nichts. Jetset und Heptin waren das, glaube ich. Die hatten so, alles überspringen hier, braucht sich kein Mensch angucken. Yannick warten. Auf Yannick. Jetzt gucke ich wirklich noch im Ladebildschirm. Multiplayer-Statistik, ein Punkt. Platz 4. Punkte-Durchschnitt pro Rennen, 2 Punkte. Ich hoffe, da meinst du auf der 1, da kann ich da mal... Ich hoffe mal, dass meine Startampel diesmal normal geht. Hattest du Probleme mit den Reifen da mal, oder? Nee, auf Yannick warten. Das war die dumme Einkerbung nach der Hafenschikane. Eine Leitplanke drin. Soll ich das überspringen? Ey, wenn du da auch falsch aufsetzt... Was willst du damit sagen? Ich hasse die magische Miesmuschel. Genau. So, meinst du mir. Ich überspring's trotzdem. So, endlich. Setup laden. Oh, Regen 100%. Und harte Reifen und let's go. Nein. Jetset, von wo startest du? Hey, ich hab gar keine Box. Aber gar keine Box. Ich dachte schon 5. Was? Nein! Mann, ich muss erstmal hart. Ey, stellt in eurem
Rennstrategie mal einfach dreimal hart ein. Wenn ich mache aber fünfmal hart. Ich kann da nie was hinzufügen. Ich weiß nicht, was du doch eh nie drin, Gekaboa. Draufklicken und Boxenstopp. Nee, das stimmt allerdings. Aber trotzdem. Ja, Boxenstopp hinzufügen. Ich muss, glaube ich, nicht viel machen, dann schießt er mal sich eh wieder selber ab. Was ist das denn hier? Oh, eine total verstaubte. Alles ist bereit. Wann ist die? Von diesem Jahr sogar noch. Und von letztem. Timonator fährt ja nicht mit. Ringcard, großer Preis von Deutschland. Mitfahren, mitfiebern. Da darf ich mitfahren. Wusstet ihr, dass die Karten für Österreich schon ausverkauft sind? Lava, scheiße. Hä, wo? Wusstest du, dass die Karten für das Helene Fischer Konzert ausverkauft sind? Hä, warum hat Bruchpilot bei mir nicht. Wusstest du, dass die Karten für LMS aus sind? Ja, das wusste ich. Auf Mager stellen? Ja, ah, nicht stimmt, auf der 2. Wir wollten ja Mager fahren. Wo ist Heptin? Ich bin ganz hinten. Ach Mann, ey. Oh, Heptin, hallo. Hallo da mal. Aber ich starte jetzt mal normal, aber BVB hat doch gerne einen Startup. Ich seh dich. Ich ja, gib Gas. Oh. What? Oh, sehr schön. Oh, da mal. Ah, ich hoffe, ich bin durchquetscht, aber es passt irgendwie nicht. Und ich drehe. Das war jetzt so circa 200 Meter querfahren. Ey, das war unnötig, das Angeschiebe jetzt gerade. Ja, wieso wartet ihr alle, ey? Ich komme nicht aus der Wand. Ich auch nicht. Scheiße. Ey, kann mich mal jemand anschubsen? Wagen zurücksetzen. Ey, jetzt im Ernst? Kommt ihr im Ernst nicht aus der Wand? Doch, ich bin wieder raus. Ach, ich wollte gerade hochkommen. Ja, dass du auch mal einen hochkriegst, ne? Der war jetzt echt irgendwie ziemlich flach. Weißt du, was flach ist? Nee, das sag ich jetzt nicht. Das ist bestimmt nicht jugendfrei. Nö, das geht einfach nur gegen deine... Nein! Hey, dass immer Philipp und ich uns battlen müssen, das ist so krank einfach nur. Juhu, ich bin letzter. Ah, bin ich ja gut. Juhu, da wo du hingehörst. Ja, wollte ich ja auch. Janik, wie sieht's aus? Hast du noch einen Reifen? Nee, ich fahr mit 3 Reifen. Ach du auch. Ich muss jetzt echt in die Box, Alter. Janik und das Dreirad. Nee, alles hat mit dem. Ja, ich hab mich gerettet in der ersten Runde. Puh! Ja, ich auch. Ich hab ein bisschen damals. Das ist immer die schlimmste Runde, oder? Ach, ich fahr gleich hier vorne in die Box. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich ist es immer am schlimmsten, wenn du Platten hast und Angst hast, dass Erik an jeder Ecke warten könnte. Philipp, fahren wir nicht ganz so schnell aus der Box raus. Ich habe auch einen Platten. Ach so, ja. Ja. Oh, Mann. Da musst du bestimmt noch warten, meine Box ist gerade erst fertig geworden. Oh, wen habe ich denn vor mir? Ich warte ein bisschen. Oh, du hast einen Frontflügel, aber nicht mehr lange. Oh, Jetset ist hinter mir. Ja, warum habe ich denn noch 2 Stops? Das habe ich aber nicht Stops. War das mit Absicht? Das ist echt wie Scheiße. Nein, ich hab zu meinem Hitten geguckt und dann kam schon die Kurve. Wolltest du wissen, was ich mache, oder? Da lag ein Frontflügelteil, auf den ich fast nicht gedreht hätte. Du wusstest denn der Mal? Hat denn der Mal noch einen Frontflügel? Ich hab dir mal um die Kurve geholfen. Scheiße. Dankeschön. Aber ich der Mal? Boah, was fährst du denn da immer? Geil, ne? Du mich schon zu, das war schon lässig. Aber voll in die Wand rein. Bei mir nicht. Oh, es fährt sich schön. Es fährt sich richtig gut. Der lenkt richtig. Wow! Der lenkt der richtig gut. Der Wagen. Ja, da mal, ey. Was ist 1,24? Bist du wahnsinnig? Voll beschissen. Ich weiß. Weil, dass du schon wieder jetzt schnelle Runden fährst in der zweiten Runde. Hä, warum dreh ich mich denn die ganze Zeit? Ja, vielleicht weil er Erster ist? Nein, warum ich mich die ganze Zeit drehe? Philipp auf mit 2. Mann, ich bin Sechster, ich bin gerade ein Platten, ey. Ich wollte gerade sagen, ich auch. Wir trinken Frontflügel. Oh, ich drifte in jeder Kurve, was ist denn das? Warum habe ich eigentlich plus 4 Runden schon?
liebe dieses Setup, ey. Ja, irgendwie toll, ich komme nicht mal um diese leichten Kurven. Alter, ich kann ja mal Gas geben. Ist dein Frontflügel weg oder was? Nee, ich habe noch Frontflügel, das ist es ja. Gucke hier. Achso, ich sage, okay, ich sehe. Ja, ab, aber sobald ich einlenke, dann driftet der. Wie soll ich denn sonst da langkommen? Ja, boah. Nicht abbremsen im Zweikampf, Gekabor. Wer sagt das? Ja, das Reglement. Ja, aber nur im neuen LMS-Reglement. Ich dachte, wir benutzen ja, das gerade. Außerdem hat Erik eben genau dasselbe beim Kampf. Ich hab's nicht um die Kurve geschafft. Oh, scheiße. Mein Heck, ja, genau. Genau. Nice. Ein Ernstes. Ich habe gerade meinen Frontflügel kaputt gemacht, weil mein Auto mal driftet. Hochpilot, wolltest du da rein? Mann, ich will einen Platten. Wo ist denn da? Wo ist denn Heptin? Nee, warte. Der ist vor mir irgendwo, aber ganz weit weg. Schon okay, fahrt hier runter. Ich mach erstmal weiter. Wo ich bin, ist ja eigentlich egal. Nö. Ah! Ey, Alter, hör mal auf hier, Jet Set. Noch keiner raus? Nee, wir sind doch alle neu. Ja. Danke. Frage beantwortet. Sehr schön, du. Dwight! Ich war's. Danke, ja, ich war's. Danke, Set. Ich war's. Nein! Herr Heptin, der war vor mir, aber ganz weit weg. Perfekt! Besser hätte ich es gar nicht machen können. Herr Heptin, hast super geregelt. Och. Hey, Philipp, was war das denn? Hey, wer fährt denn da im Nichts rum? Achso, das ist eine Box. Aha. Jawohl, da im Nichts. Naja, da war keine Strecke, da ist einfach irgendjemand drauf rumgefahren. Ach, super, da mal. Da mal fährt er in die. Hä, hey, warum fährt er mal in die Box? Weil ich ihn hat er keinen Platten? Er hat keinen Platten. Wie? Na, doch. Bei mir nicht. Wo hat er mal? Ich habe einen Platten. Steht Wort gegen Wort. Kräfte messen mit Bruchpilot. Ich würde mal sagen, es steht Wort gegen Wort. Sag oder einfach nur so aus, als hättest du keinen. Ich würde mal sagen, es steht Codemasters gegen Codemasters. Ein wahres Wort. Kennt ihr den Weihnachtscode? Mr. Hanky? Den Weihnachtscode von Klaus Park. Oh, was ist das? Firefighter! Nein! Alter. Gekabo hat das Fahrzeug zerstört? Stark. Mein Firefighter ist hochgekommen. Ja, Firefighter! Der LMS-König ist die, reißen. Die Hinterräder kaputt gemacht, geil, Jetset! Keine LMS-König hat ihn! Alter, Jetset! Aber es hat Stil! Ja, ich wollte eigentlich Jetset dann auch in die Wand drücken, aber es ging dann überhaupt nicht. Heilen LMS-König! Wie eiskalt bei Firefighter die Hinterreifen kaputt gehen, ne? Ja, oh. Dazu noch der Heckflügel, ne? Also. LMS-König hat ihn, ist auf der Strecke! Geiler Scheiß! Ja, willst du es noch sagen? Ah, da sehe ich doch so ein Force India. Der wartet erstmal schön, der fährt erstmal vor die Wand. Oh. Gesundheit. Gesundheit. Ja. Entschuldigung, wie gesagt, nachdem ich Gesundheit gesagt habe. Naja, ich habe mich entschuldigt dafür, dass ich genießt habe und danach habe ich Danke gesagt. Ja, Entschuldigung, danke. Lol, jetzt wurde BVB bei mir zurückgesetzt. Das habe ich auch gesehen, war bei mir auch so. Wahrscheinlich ist wieder das Internet schuld. Der Mann ist bestimmt noch frisch mit seinem Auto, ey. Heptin mit Frontflügel auf der 4. Nach der Weg ging alles gegen. Knallt er wieder alles. Okay. Klar. Wen wird er heute knallen? Janik. Alter. Janik, unsere kleine Samendose. Schätze, schöner Helm.
Wie viele sind überhaupt draußen? Einer oder zwei, ne? Drei. Gekabor? Okay, sind noch sechs drin. Gekabor, Firefighter. Müssen wir aber was dran ändern, ey. Und hebt die kleine erste, Mann. Hau mein Jetset weg. Und macht sich sogar einen Teil seines Körpers dabei kaputt. Körpers? Ja, der Frontflügel. Körper des Autos meine ich damit. Ja, habe ich mir schon gedacht, Mensch. Wer fährt McLaren? Achso, BVB ist das. Sind eigentlich irgendwo gerade spannende Zweikämpfe? Ja. Hab den Fu gerade bei mir eine 2 Trilliarden 798 BVB kommt jetzt gerade langsam an Philipp wieder ran. Hinter BVB kommt dann Jetset, ja, und danach kommt dann Heptin oder so. Nee. Vielleicht auch Hochpilot, ich weiß es nicht. Was sehen meine müden Augen denn da? Guck mal, sind auch jetzt alle ziemlich nah hier aneinander. Erik aus Pakistan oder was? Oh, knallt Heptin jetzt, ja. Erik. Fünf Fahrer hier. Kannst du das bitte anders ausdrücken, Gekrabor? Ganz ehrlich. Ja, du musst sagen, wen wird er heute knallen? Oh, Jetset. Oh, das habe ich nicht drauf. Ich aber. Ja, weil Philipp es ja auch gemacht hat. Ich war gerade auf BVB drauf. Der hat natürlich. Du bist einfach zu spät losgefahren, Philipp. Oh! Ja! Gesehen, wie ich ihn rausgehauen habe? Nee. Aber du hast mir dabei das sehr, sehr schön. Da habe ich dann gerade mal auf Philipp geschaltet. Aber das sah cool aus. Heptin, du hast den Heckflügel von Hochpilot. Nur noch drei Leute, oder? Nein, sind vier. Wenn du noch hier, drin bist. Ja, ich muss mal in die Box jetzt. Bist du das zum Platz? Bist du noch drin da mal? Ja, hab ich. Sonst würde ich das nicht sagen. Ja, schreib mir Bruchpilot, dass er weg ist. Tschüss, Baby. Und jetzt geht er raus. Oh, jetzt knallt er muss schlafen wahrscheinlich. Seine Boxengasse. Alter! User disconnected from your channel. Was? Ey, Philipp ist gerade eine 2 Milliardstel gefahren, oder? Ja, bei mir auch. Bei mir, das war's. Ey, Philipp, was hast du denn da für ein Zeit-Hack? Ja, der hat gerade 300 Jahre mit der Runde gebraucht. Ey, der hat bestimmt einen Mod dafür, dass die Zeiten bei ihm verbessert werden. Verbessert. Auf Jetset geht jetzt auch auf. User just connected from your channel. Lol. Ich würde sagen, nach der Runde müssen wir das schon ausmachen. Wir sind so wenige jetzt noch. Ey. Also 7 Leute geht noch. Ja. Wir haben auch noch nicht so viel Zeit. Ihr seid übrigens nur noch 3 Leute, oder? Ach ne, 4. Immer noch 4. Da mal, der guckt ja da hinten dumm rum. Ja, Heptin, du musst mal was machen vor dir. Ja, die machen das hier schon. Mal hier durch. Danke. Mal hier durch, bam, bam, bam. Heptin knallt die Nächsten. Becker, boah, reiß dich mal zusammen. Hab den wieder hart am Knallen. Ich glaub, dahinter kommt der Mal, wenn ich es richtig gesehen habe. Der hat doch die Karte an. Ne, ich habe ihn im Rückspiegel gesehen. Ja. Oh, in dem kleinen Rückspiegel. Das BVB, der hinter dir ist. Oh, du Wichser! Hey! BVB ist hier gar nicht drin. Aber bestimmt wieder ruhig. Irgendjemand in der Box? Jetzt hat er gleich wieder einen Das der Maler hat wieder einen Platten. Scheiße. Ey, warum haust du dir deinen eigenen Frontflügel weg? Ja, ich war ein bisschen zu schnell. Ja, Philipp fährt jetzt über die Teile rüber. Ach, der ist hinter mir? Nein, der ist vor dir. So, da waren schon noch 3. Startaufstellung. Okay, 3 Leute jetzt an die Startlinie. Ach Mann. Erster ist Heptin, zweiter ist Philipp. Ich bin schon wieder her. Dritter ist Damal. Ich brauche erstmal einen Boxenstopp, aber darf ich ja nicht. BVB schreibt mir gerade, das war wieder nichts. Also was passiert? Naja, wenn du jetzt noch einen Platten kriegst, Heptin, dann kannst du einen Boxenstopp noch schnell machen. Ich provoziere es lieber nicht. Ich setze lieber auf, dass einer von den beiden gleich dann aufschrottet. Das ist schon mal passiert. Du bist im Sandwich, ne? Das weißt du ja. Wer? Heptin. Ja, warum? Ja, zwischen 1 und 3. Nee, das aber bin du startest, ich. Du startest von der 3. Ich? BVB geht auch. Nein, Damal von der 3. Hey, Damal von der 3. Weil es geht ja. Du bist gerade der dritte Fahrer, die sind alle vor dir schon.
Ja, also startet der Hauptteam von der 2, oder? Nein, ich starte von der 1. Da ist Philipp im Sandwich. Ach, Philipp hat auch kein Vollflügel mehr, dann geht's ein ja ein Philipp-Sandwich? Aber da mal, der hat einen ganz frischen Wagen, der muss nämlich gerade in die Box. Ein Philipp-Chicken. Der wird jetzt hier alle wegkommen. Oder ein Long Philipp. Kann ich mir jetzt die nächsten Monate wieder umbringen? Achso, BVB ist übrigens, BVB ist auch rein. Hab ich das schon gesagt? Philipp macht das halt gerne, das macht mir Spaß. Oder Philipp, das macht dir Spaß. Ja klar, macht das Spaß. Das ist cool, seine Einführungsrunde immer. Aber da kannst du wirklich das Auto beherrschen lernen. Da mal. Ja? Ich höre ihn aber schon. Wie zu? Es ist Taktik. Ihre Reifen werden kalt. Bis Philipp jetzt gleich noch rückwärts fährt und dann scheiße wieder aufwärts. gute Taktik. Philipp fährt rückwärts, okay. Weil, weißt du, da hat er wenigstens gerade noch einen Frontflügel. Achso, ja, BVB also, ist weg. Ich bin soweit. Von mir aus 3, 2, 1, los. Ja, super. Ja, Philipp, bremst halt ab. Was denn? Jetzt hat sich irgendein Programm bei mir gemeldet. Also. Und damit ist der Vollweg rausgegangen. Ich bin bei 3, 2, 1 rausgeflogen. Das habe ich gerade befürchtet, ey. Ach, da war der noch im Frontflügel? Nee. Top. Den hat er sich genau vor der Ziellinie nochmal weggehauen. Beim Reifen aufwärmen. Happy der LMS-König. Wird er es wieder schaffen? Wird er ihn knallen? Das war keine Absicht, dass ich stehen geblieben bin. Oh. Boah, da fahren sie aber in die Kurve rein. Ja, du brauchst sie nicht zu drehen. Irgendeiner von beiden hat auf jeden Fall Platten. Ich nicht. Nee, keiner. Wenn wir irgendwer fahren? Dabei kann durch beide. Ach, Philipp kann durch alle durchfahren. Da ist unser Evo-Pilot weggeknallt. Hast du einen Panzer da mal? Ja. Super da mal. Er fährt 1980er Wagen. Nein, wir gehen auch schneller vorbei. Öptin wartet bestimmt irgendwo. Sind die alle wieder voll weit auseinander? 1980er wäre doch immer eine Idee, weil die sind richtig schwer zu kontrollieren, die gehen noch schneller. Ach, sei ruhig. Genauso zu kontrollieren wie der hier. Ne, die sind schwer ja, zu kontrollieren. Das könnte man mal ausprobieren, Monaco. Aber schon. LMS-Setup. Ne, wir haben nur geguckt, ob die nicht geghostet werden. Mit 1980er Wagen. Aber schon. Nein, wir haben ehrlich? Nur geguckt, ob die nicht geghostet werden. Ja, und nicht mal das hat gestimmt bei dir. Ja. Wo ich mit Lars gefahren bin, ist Lars mit volle Kanne in die falsche Richtung gekommen. Bei den 1990er Jahren in Imola. Der fährt mir einfach voll rein. Ich dachte, der wird geghostet. Ja, fahr ich einfach mal auf den Zug. Und dann schalten wir beide aus. Und der Mann ist mal wieder total respektlos und totaler Egoist. Richtig. Versteh doch Gekkabon mit seinen ganzen. Long Chicken. Mit seinen ganzen Bugs. Er kann doch auch nichts dafür, dass er dumm ist. Richtig, ich kann. Ey, was soll der Riss reißen? Und ich bin egoistisch und respektlos. Ja, okay. Ja, aber er ist so, richtig, so ist es. So, das ist nur noch Rundenfahren. Ihr seid wieder nicht nah genug aneinander, um euch rauszuhauen, aber zu weit weg, um euch rauszuhauen. Ja. Ja. Hepti macht eh einen Fehler und zerstört es auch. Das Schlimme ist einfach, wenn ihr kurz wartet oder so, dann braucht ihr mal ein halbes Jahrhundert, bis ihr gestartet seid. Und dann kommt da mal. Und fährt an allen vorbei. Und zerstört euch doch erstmal. Oh. Ich will nur dich. Ich auch nicht. Mein Auto sagt, Damal, mach mal DRS an. Ach ja. Ach nee, warte, mach wieder aus. Ich will so brauche neue Hinterräder, ey. Die sind bei mir. Dann DRS. Ich dachte, er haut sich raus. Schade. Oh, was? Wie der Mal das nur sagt. Wie der Todfall, das ist wirklich lustig. Boah, wenn ich jetzt vorstelle, wir fahren 50% bei den Hinterrädern, werden knallrot. Knallrot. Ihr fahrt 100%. Ja, zu Glück.
Ach, da mal ist nicht, die mal Schikane da oben. Er ja, fährt mal 39 Runden fährt man. Ja, moin auch. Ja, okay. Gib mal Gas, ja, okay, du willst es so? Will es so? Ich warte noch. Von hinten? Warte noch ein bisschen. Ja, er will es von hinten, richtig. An seiner Rückleuchte, wo kein Strich dran Leg's ist. Mal drauf an. Oh. Ja, gut, machst du das, Captain. Der LMS-Kühl macht das sehr gut. Ey, lange hält das Auto nicht mehr durch. Mal rush ja eben, ne? Was zum Teufel tut der? Das ist doch auch so ein Panzer, Captain. Captain, der König der LMSler. Aber mir ist jetzt so ein Schatten vom Frontflügel da oben. Am Bildschirmrand. Oh, Captain hat wieder Milliarden. Ich bin zu schnell. Komm schon. Oh. Aber gerade so, du. Ja, ja, schieb mich noch Gas. Da muss man rankommen. Ich geb doch voll. Ach, der Mal war noch hinten dran an ihm. Sieht aus wie Heptin ein und her kurft, ey. Ich hab nicht Heptin. Na doch, hatte ich Glück. Naja, viel zu langsam. Heptin, das ist mit dem neuen Setup so sinnlos hier. In der Kurve. Mann! Ja, moin. Aber erstmal schön warten, ne? Ja, klar. Boah, das sind mir die richtigen Opfer und keine Gegner. Keine Eier, nennt man das. Ja, guck mal, Eier auch. Hallo? Hose runter, zeig dir mal, wie die bis zum Knie hängen. Ganzen Tag esse ich nur rohe Eier und Milch. Und Schrauben. Was haben Schrauben mit dicken Eiern zu tun? Sind halt ein Eisen. Oh, dankbar. Ja! Das so erkennen wir doch schon. Danke. Oh, also jetzt beide Finale in die Box fahren. Hey, hör auf! Nein. Ja! Heptin hat gewonnen. Bei mir steht Heptin, wer hat jetzt gewonnen? Ich hab gewonnen. Heptin. Guck aufs Klassement. Bei mir steht Detailmet, aber meistens hat das Fahrzeug zerstört. Ja, bei mir steht Heptin hat das Fahrzeug zerstört. Nee, erst Philipp, dann Heptin. Ja, erst Philipp, dann Heptin. Zählt das Klassement, es zählt das Klassement. Aber ich hätte den Killer an Heptin, ich hätte den Killer an Heptin. Nein, die ersten beiden waren ja klar, ey. Oh, ich hab gerade mit Yannick die Position. Zwei Siege, ja. Wie ist das möglich? Ich war vor dir, ich bin vor... Ich war eben 9. und jetzt bin ich auf einmal 8. Ja, ich bin vor dir gestorben, es war, ist schon richtig, wie es da steht. Aber irgendwas hat sich da unten auf jeden Fall gerade verändert. Zu 6 können wir auch nochmal eine Session. Ja, oder ihr findet noch jemanden, also einmal können wir noch. Ja, ein letztes Mal an diesem Abend. Ein letztes Mal. Boah, kann hier mal jemand kicken, bitte? Es tut mir leid, okay, ich hier auch. Ich glaube, ich muss jetzt mal das Team wechseln. Doch, ich muss mal ruhiger gehen. Ey, jetzt ist Septin fertig, ey. Das Auto nimmst du nicht. Jetzt ist Septin fällig, ey. Wag es nicht, den mal wahrscheinlich. Er berührt den hinten und der ist eine Sekunde später tot, ey. Oh, Firefighter ist noch da. Ja. Das ist natürlich Hallo. Mal eine Ansage von dir, Philipp, aber wir werden Oh, sehen. Philipp ist Host. Der Mal ist mal der richtige Host. Ey, der Mal. Der Host. Wir sind ja auch noch der Panzer. Ah, Mann, warum bin ich schon wieder verreckt? Nur weil ich den Knutscher da bekommen, ey. Ich würde nur bei dir sein, Heptin. Du hättest es ja auch einfach nicht drauf anlegen müssen. Wir hätten doch sehr ruhig in eine Box fahren können. Ja, hätte eh nichts dran geändert. Hätte eh nichts dran geändert. Der Schaden und der Seiten bleiben gleich, ey. Naja. Weißt du, wer einen Schaden hat? Ich. Geckerbock? Ja, richtig. Boah, ich kenn's sogar. Hauptsache alle denken das Gleiche. Auf Yannick warten. Oh, ich habe die Animation nicht übersprungen, tut mir leid, aber jetzt auf Yannick warten. Wer ist gerade von der 1? Ich! Schade. Nicht. Ah, die 1 ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber Philipp ist direkt hinter mir. Gag aber von der 1, Philipp auf der 2, Heptin auf der 3, Firefighter auf der 4, Damal auf der 6. Oh, 0% Regen? Nein, jetzt. Ah, ich muss Setup laden! Ah, ihr seid doch Deppen! Wieso hast du es vergessen? Nein, fuck, ich bin auf Weichen, fuck! Ich auch, scheiße. Leute, im Ernst. Das ist uncool, das ist echt uncool. Ey, ich sag immer extra uncool. Reifen. Ich nehm keine weichen Reifen. Wir fahren gleich raus. Ja, ey, du vergisst aber wenigstens habe ich keine Karte drin. Hab ich auch nicht. Ich brauch keine Karte drin.
Ach so. Also in Runde 55, 56 und 57 habe ich die Stops auf harte Reifen. Das ist sehr klug von dir. Ja. Guck, ob du bis zum letzten Stop kommst. Ich fahre mit einer 5-Stop-Strategie. Oder Firefighter muss erstmal in das Spielgeschehen reinkommen hier. Ja, ich glaube auch. Der fliegt ja immer gleich raus. Ja, das war bei mir aber auch am Anfang. Wobei, nee, ich bin immer erster rausgeflogen. Mittlerweile bin ich ein Top-Kandidat hier, ey. Firefighter hinter mir, dann mal. Oh, ganz vorne so ein geiler Monster. Ach, da mal, ey. Mager steht ja auch den Marusher. Hallo auf Mager. Der Mercedes da, der gefällt mir nicht. Mir gefällt der Monster Energy da vorne. Oh, ach, da war noch der Mal hinter mir. Das hat jetzt. Ja, Geckerbohr, genau. Wenig Sinn gemacht. Boah. Das ist halt echt wenig. Ich muss da eben unten drehen. Aber ich hab Platten, das ist ganz praktisch. Toll, eine ganze Runde drehen, ey, das ist echt ärgerlich. Ja, wie eine ganze Runde drehen. Ja, man darf nicht zurückfahren, um in die Box zu fahren. Ach so, ach, du hast einen Platten. Oder darf man das laut? Nein. Oh, nee, ne? Ja, Entschuldigung. So ist das hier mit den Gründern der Liga, die kennen sich selber nicht aus. Welche Liga? Ach. So, das war eine 12-Punkt-Wendung. Die Gründer von LMS, meine ich. Eigentlich sind das ja der Mal und ich. Richtig. Naja, das meine ich doch. Ach so. Kennen sich trotzdem nicht mit dem Reglement aus. Ja, das finde ich wieder so gut. Wer wartet denn da immer? Warum sind denn Leute, bei Toro Rosso die Spiegel so weit außen? Die kann ich gar nicht sehen. Noch. Ihr beide Frontflügel, ey, Leute, was zieht euch? Hä, ja, ich kann gar nicht den Frontflügel, die Spiegel richtig sehen bei Toro Rosso. Nein! Ah, da hab ich aber Glück gehabt, ey. Das habt ihr beide wirklich sehr schön gemacht. Wollt Häppchen abschießen, bevor er sich einen neuen Flügel holt, ey. Ja, der hat ja. Deswegen habe ich da an der einen Stelle gewartet, dabei wäre ich auch fast drauf gefahren, ey. Wo ist denn der jetzt hier? Wo ist denn der? Wo ist denn der Epstein jetzt? Hier mal, da war das immer erst. Nein! Oh. Ach, das ging natürlich schnell. Ja. Da habe ich aber gut gepokert, ne? 0,6 Sekunden war es hinter mir. Ah, ich hab schon damit gerechnet, dass du mir hinten reinfahren willst. Ja, hat bitte was. Nur da hinten kommt ein bisschen Rost in der Box. Da wartet du was. Boah, Alter, ich bremse nur, mein Wagen zieht sofort zur Seite weg. Du musst nur ein bisschen lenken. Das ist ziemlich gut mit diesem Setup mit Controller, weil du gerade ausbremsen kannst. Mit Lenkrad hast du immer einen kleinen Lenkeinschlag und drückst dein Helmheld. Deshalb macht ja, das bei Setup meinem Controller ist es aber auch schon so. Das mein Linker stickt jetzt, der hat immer einen leichten Rechts- oder Linksdreh. Ja, bei mir nicht. Das heißt, ja, meiner ist schon ein bisschen älter. Wie alt denn? Keine Ahnung. Pille, du willst aber heute wissen. Ja, das ist älter. Erst den benutze ich den ja tagtäglich zu jeder Zeit. Bitte was? Ups. Oh, wofür? Danke. Ja, danke, sehr schön, Flip. Das habe ich. Aber der Move war echt gut. Das muss ich auch mal zugeben. Der Move war wirklich gut. Alter, ich der Trick ist, das ist meiner, ey. Der älteste von allen, ja. Okay, jetzt ich das hier den Vortritt. Nee, ich lasse jemand anderes den Vortritt, der Pien. Ich warte auf irgendjemand Bestimmtes. Ja, mal, der braucht noch ein bisschen bis hier. Also ich hab Zeit. Ich auch. Oh, da ist ja jemand. Ja, aber du das rückst zuerst. Oh, da ist noch jemand. Eben. Den ich provoziere. Ja, dann machen die euch mal wieder kaputt. Habt ihr die Karten an oder was? Nee. Hä, hey, aber man sieht das doch, wenn einer neben einem fährt. Ach so. Da kommt ja, ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich bin hier... Ich fahr grad hier übers. Aber an der Stelle hörst du das auch. Ja, ne, Hepti? An der Stelle hörst du auch, ob da jemand kommt oder nicht. Das kannst du richtig gut abschätzen da. Du hörst das. Du hörst das, wenn der gerade um die Kurve da hinten fährt und dann weißt du ungefähr, wann du beschleunigen musst. Also an der Stelle hörst du das wirklich, da brauchst du keine Karte. Möchtest du es noch dreimal sagen, dass man es hört? Ja. Man kann aber auch ganz langsam verfahren. Philipp, oder? Kann man das an der Stelle eigentlich hören? Ich weiß gar nicht. So, Häppchen ist fällig, ey. Dann jetzt oder was? Komm her. Oh. Oh. Komm zur Alter. Deine Rundenzeiten sehen nicht gut aus. Komm zur Reparatur an die Box.
Was hast du denn gemacht? Nein, danke! Frontflügel weggemacht. Oh, der LMS-König ist Mann, raus, Philipp, ey, das war echt unnötig. Du hast mir noch einen Platten dafür geschenkt, ne? Ja, du hast mir noch einen Platten dafür. Bitteschön. Immer wieder gerne. Der war gut, der war richtig gut, der Move. Ja, ja. Auch noch mit Ansage. Ja, das kommt noch dazu, ey. Das ist natürlich echt peinlich. Das war sogar mit Ansage, ey. So, haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Gewinner. Ah, jetzt weiß ich, wie man richtig bremsen kann bei dem Setup. Wie darfst du wenigstens so ticken, dass du nur auf Gewinn fahren möchtest? Boah. So, mal gucken, was mir der Zeitabstand sagt von Yannick. 44 Sekunden. Okay, Damal ist beim Casino. Damal ist eine Minute vor mir. Ja, der ist beim Casino. Muss er schon wieder hinter mir sein. Ist Ende erster Sektor. Ja, Damal muss er schon direkt hinter mir sein eigentlich. Oh, in der Box gerettet. Oh, kein Gagger-Buff von hinten. Herrlich. Und dabei. Ja, ich höre ihn schon. Das will man mehr. Ich hab Damal schon gehört. Genau, raus hier und gleich den nächsten abschießen. Wer steht auf meiner nächsten Abschlussliste? Wer steht als nächstes auf meiner Abschlussliste? Sag mir Damal. Damal muss ich noch rauskicken, den hab ich noch gar nicht rausgekickt. Und Yannick! Und Dickebohr! Na, passt ja. Wie viel sind noch drin? Vier. Genau die du aufgezählt hast. Und du. Also vier Leute. Okay, da muss ich taktisch fahren. Wie weit ist Gekabor weg? 16 Sekunden. Oh, okay. Oh Gott, ist auch umgekommen. Ey. So, hier geht bestimmt wieder irgendeiner. Ne, diesmal nicht. Hier aber. Wer soll denn warten? Hetti! Ach, der ist ja schon draußen. Oh, warte, hinter mir ist Marussia. Ach, Damal hat sich vor mich geleckt. Geleckt? Überholt? Oh, sorry. Großes Kino. Haben die neuen Autos nicht 8 Gänge? Ja, haben sie. Ja, oh, wie geil. Gänge. Mit einer Übersetzung, die am Anfang festgelegt werden muss. Ach du ja, Scheiße! Für alle Rennen! Ach du Scheiße! Viel Spaß in Monaco! Ja, aber echt, ja. Ey. Ich denk mal, dass die da. Soll ich dich jetzt anschieben oder was? Warum fährst du denn schon wieder weich da mal? Ich war noch nicht in der Box, Junge! Warum fahrt ihr denn immer alle am Anfang weich? Das ist alle das erste fahren. Rennen, was ich weit fahre. Ja, siehst du? Aus Fehler? Ja, als ob. Oh, da meinst du. Dann fahr ich halt in die Box jetzt. Nein. Fahr weiter weich. Bis dein Reifen platt ist. Oh, ich soll in die Box fahren. Ich häng fest. Ah, oh, Kackwand. Nein. Wo war das mit Absicht? Nein! Den haben wir nach eben weggedreht. Meinst du, ich fahre mit Absicht voll in die Wand? Steht an, oder was? Das habe ich mir gedacht. Häppchen sagt gar nichts mehr, ist er überhaupt noch hier drin? Ja, ich bin noch hier, klar, logisch. Ist da niemand disconnected? Oh, okay. Nur irgendwie passiert ja gerade nicht so viel. Alter, wie soll man denn zur Haftschikane bremsen, bitte? 129666. Brauchst du Sex? Nein, die Zahl des Teufels brauchen. Brauchst du nicht? Das ist Gekka, aber was erwartest du von mir? Richtig, ich bin dumm. Nein, bin ich nicht. Doch, bin ich. Nein, bin ich nicht. Bleib geschmeidig.
Wetter mit fest mit Gamepad? Ja, ich fahr mit Gamepad. Ach komm. Da waren es nur noch drei. Da hätte ich nicht mal bremsen können. Startaufstellung. Ja. Da ich nämlich die ganze Zeit nur. Wo ist da mal? Wo ist der Ball? Erster Sektor. Bitte, welcher Sektor? Erster. Er startet von ganz hinten. Ich soll nicht erst zu den Angriff starten. Nur Scheiße. Das ist ja schon der erste Platz. Guck mal, da oben ist ein Mannequin, der steht da extra für dich. Wo? Ach da. Ist das Bernie Ecclestone? Das ist Charlie Whiting, oder? Echt mal. Oh, der hat aber schwer abgenommen. Ich dachte, das wäre so ein ganz dicker. Ach, da ist er ja schon. Ist da noch ein Frontflügel dran? Nein. Boah, fast wie perfekt wie eben. Passt perfekt, ey. Krass, ne? So. Das ist schon freiwillig geübt, oder? Sollen wir machen? Noch einen Schluck nehmen. Möchte jemand von euch? Komm, Firefighter, zu dem großen Sieg heute. Ich hab den jetzt eigentlich rausgeflogen. Firefighter ist gar nicht da. Philipp wird weg. Philipp raus. Ja. Drei. Ja, dann mach jetzt, zieh runter. Oh, da macht halt niemand. 3, 2, 1, los! Gibt's doch nicht. Der Wascher ist einfach ein Panzer. Oh. Ja, heb die Hand, Fahrer, genau. Ach, schade. Weil ich theoretisch in der Liga solche. Mittlerweile kenne ich dich, Philipp, dass du da gerne das machst. Ja, ich wollte dich rechts in die Wand reindrücken. Ja, diese... ich hab's gemerkt. Er hat was von. Was hast du gerade gesagt? Ich meinte, ob man gleich in einer Liga eine Einführungsrunde machen könnte, so wie hier, und dann halt manuell starten. Aber es ist nicht so schlau, oder? Nee, ist nicht sinnvoll, weil du die Regeln anhast. Wenn du zu lange gehst, kommt eine Disqualifikation irgendwann. Ja, stimmt, okay. Ah! Zu schnell. Ja, aber ich mach mir keine Sorgen. Weil er noch einen Frontflügel hat. Oh, wo kommt der denn her? Den Frontflügel, den hat er von Anfang an. Hat ihm seine Crew gegeben. Oder mal. Oder mal, das war aber schön, ey. Ja, das mein, ist immer noch... ja meine reißen den vollen Arsch schon. Dass der noch nicht kaputt ist, ey. Hat der Mann. Der ist die ganze Zeit Runden gedreht. Ah, du kennst ihn doch. Hat der nichts abbekommen am Anfang? Wo denn? Wer hat denn die schnellste Rennrunde? Ich bestimmt nicht, mit meiner 1,29,666. Die hat, Philipp. Tamar. Was? Die haben, oder? Nee, ja, doch, Tamar, klar. Obwohl, Philipp hat eine. Ach nee, Tamar hat die 1,12,5. What? Naja, der Mal ist halt seine Runden die ganze Zeit gedreht. Und deswegen hält er noch sein Auto noch so viel Stand, ey. Genau deswegen. Upsi. Ingekabur kann auch nicht mehr fahren, ey. Schon zu viel Intos.
Obwohl ich noch nie mein Leben Alkohol getrunken habe, aber egal. Loser. Da war das jetzt irgendwie kommen. Der Philipp sieht ja auch rar aus. In der Familie Alkohol. Freitag gibt's sowas nicht. Doch schon. Alkohol. Ich spare mir mein Geld lieber für was anderes, sonst wäre ich nicht Let's Player. Wenn ich einen 2000 Euro rechne, um bei dir angeben zu können. Genau. Das macht viel mehr Spaß, ey. Gute Einstellung. Was hilft mir? Ich besorge mich jedes Wochenende, ey, und ja, verliere dabei richtig ordentlich Asche, ey. Was? Okay. Oh. Und Box. Er bremst einfach, fährt links in die Wand rein und zerstört dadurch sein Fahrzeug. Übrigens seid nur noch ihr zwei übrig, ne? Ja, deswegen ja Box. Also, Gekabo, da hast du vorhin auch nicht drauf gehört. Und diesmal schieße ich mich nicht ab, ey. Doch, ey! Oh, Scheiße. Okay, du bist es also wissen. Wir können gerne jetzt schon drauf anlegen. Knapp mit dir, Philipp, los! Man darf es doch jetzt schon drauf anlegen, so ist ja nicht. Okay. Geht das im Reglement? Ja. Alles klar. Raushauen. Dann ist der fällig, ey. Oh. Ich mach das jetzt ganz geschickt. Worte. Ob das jetzt ganz so geschickt ja, war? Ja, ich darf an dieser Kurve bremsen, weil es die Kurve ist. Stimmt irgendwie. Ja, man muss die Regeln nur zu beherrschen wissen. Ja. So, traditionell. Wie Box fahren. Alter, bei mir ist keine einzige Box da. Die sind alle komplett leer. Nur die Boxen-Crews stehen da. Und unterhalten sich. Bei mir übrigens auch. Ja, das ist... Toro Rosso ist da. Das ist wegen, wegen deinem Dingsy. Wegen dem Dingsy. Ach so, ja deswegen. Ja, sag doch. Ah, okay. Also. Wegen dem Monster Energy Mod. Nee, bei mir ist es immer voll, aber nur dieses Mal nicht. Wenn das nee, ist bei mir nur in Monaco sind. So. Ist bei mir nur in Monaco. Sehr schön. Oh Mann. Das war echt schwach. Also Philipp gewonnen. Vor Gekabot an Damal. Und dann ich. Was Gekabot an Damal? Also Ziel erreicht. Hebt sich ausgekegelt. Damal steht immer ganz oben. Worin ist der denn gefahren, ey? So, Ziel erreicht, habt ihn rausgekickt, ey. Sehr schön. Ach komm, ey, hör auf. Und ein Sieg. Das reicht für die Aufnahme. Heute 3 Runden. Hat Yannick noch was zu sagen? Bevor er rausfliegt. Ja, war wieder scheiß Runde. Ich hab noch was zu sagen. Was denn? Naja, ich bin noch im Ladebildschirm. Gekabot, bitte nicht. Erspar uns das. Okay, also Leute, wir verabschieden uns damit und sagen Tschüss. Und tschüss. Tschüss.